Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach so einen schönen Herbstkranz selber machen kann. Alles, was wir hierfür benötigen, ist ein Ring. Ich habe hier einen mittelgroßen Ring genommen. Ihr könnt auch einen größeren Ring nehmen, wonach ihr gerade Lust habt oder beziehungsweise wie groß euer Herbstkranz werden soll. Zusätzlich braucht ihr zum Binden Naturband oder auch Draht und dann ist die Kreativität frei Grenzen gesetzt. Ich habe hier in diesem Fall Efeu aus dem Garten gepflückt. Dann habe ich noch ein bisschen Pampasgras, sogar vom letzten Jahr über. Und damit wir die Schrift schreiben können, könnt ihr entweder fertig Buchstaben nehmen. In dem Fall habe ich leider keine und schneide sie mir selber mit Filz zurecht. Und damit das alles gut hält, brauchen wir noch eine Heißklebepistole. Ich hätte gerne diese Holzbuchstaben genommen, allerdings habe ich davon nicht so viele, deswegen habe ich das jetzt hier übertragen, schneide das aus und habe dann schon mal meine Schrift und dann können wir unseren Ring binden. Als allererstes machen wir unser Band hier drumherum. Ihr könnt vorher das Band immer drumherum wickeln, um dann zu gucken, wie viel Band ihr letztendlich braucht. Ich werde mir jetzt ein bisschen was abschneiden und dann wickeln wir das erstmal quer um den Ring herum. Wir fixieren jetzt erstmal unser Band mit unserer Heißklebepistole, also erstmal das Ende ankleben. Wenn unser Band jetzt dran ist, können wir das Ganze auch so wickeln. Ich persönlich finde das besser, wenn wir das einmal hier durchziehen. Hier kleben wir das Ganze auch fest. Das gibt das Ganze dann die Stabilität oder besser gesagt auch die Spannung. Wenn das Ganze getrocknet ist, packen wir unser Band hier wieder durch und reihen uns direkt hier an. Danach gehe ich immer einmal rum und dann mache ich wieder zwei Seiten so, dass ich das Band hier durchstecke und dann wieder einmal rumgehe. Ihr könnt es auch zweimal rumgehen und dann wieder zweimal durch den Ring stechen und wieder zweimal rum. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr die gewisse Dicke habt, wie ihr das Ganze haben möchtet. Wenn ihr jetzt merkt, dass hier oben zu voll wird und ihr auf die andere Seite gehen möchtet, dann packt ihr einfach das Band hier wieder durch und geht hier auf die andere Seite rüber. Dann seht ihr ganz leicht den Strang, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt auch ganz schön. So können wir jetzt wieder oben weitermachen. Wenn wir unsere gewisse Dicke haben, dann kleben wir beide Seiten nochmal schön zu. Auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn es nicht mehr so doll heiß ist, könnt ihr mit eurem Finger das Ganze ein bisschen platt drücken. Dann schneidet ihr das Band nur noch ab, so dass es bis zur Mitte geht und versteckt das Band einfach hier zwischen. Jetzt können wir unser Efeu erstmal hier rumpacken und danach unser Pampasgras. Dazu brauchen wir jetzt unseren Draht. Da machen wir uns einfach schon mal ein paar Drähte ab und nehmen jetzt unser Efeu zur Hand. Ihr könnt ein paar Stängel abmachen, könnt das dann auch doppelt nehmen, je nachdem wie dick ihr das Ganze auch haben möchtet. Ihr könnt auch immer wieder neues Efeu ranmachen. Ich fange jetzt hier an mit zwei Ästen und wickel mir das erstmal mit meinem Draht zusammen. Vielleicht guckt ihr hier schon mal, in welche Richtung ihr das Ganze dann auch haben möchtet. Also ich möchte das in die Richtung haben, sprich ich versuche, dass die Blätter alle in die Richtung auch zu sehen sind. Und dann wickel ich mir das immer wieder mit ein paar Drähten in die richtige Richtung und fixiere das am Ring. Mir ist das hier noch ein bisschen zu wenig. Ihr seht, mein Efeu ist eh relativ lang. Sprich, ich werde mir das hier kürzen und setze das Ganze hier noch mit an. Und so mache ich das jetzt, bis ich die Höhe habe, wo ich das nicht mehr haben möchte. Und danach können wir unser Pampasgras anbinden. Jetzt kommt unser Pampasgras zum Einsatz. Dazu müssen wir den Stängel erstmal kürzen und wickeln das hier mit unserem Naturband in das Efeu mit ein, sodass der Übergang geschmeidig aussieht. Hier können wir auch nochmal mit unserem Draht arbeiten. Dann machen wir hier einen kleinen Knoten, schneiden das Ganze gleich einmal ab und jetzt wickeln wir das ganz leicht um den Ring, so dass man das, wenn, nur am Pampasgras sieht und nicht auf dem Efeu. Und so biegen wir jetzt auch unser Pampasgras.
Guckt einfach, wie viel ihr hier auch Rumpfruseln haben möchtet. Umso weniger ihr Rumpfruseln haben möchtet, umso mehr müsst ihr natürlich wickeln. Aber es muss natürlich auch ein bisschen pampasmäßig aussehen. Das heißt, ihr müsst auch ein bisschen die Striemen so lassen, dass man das auch gut erkennen kann. Ich werde oben so ganz leicht einen leichten Strang hier so hoch schwenken lassen. Das heißt, ich werde das nicht bis zum Ende binden. So. Dann wird das Ganze nur noch zusammengeknotet. Und da wir noch genug Band haben, werde ich daraus gleich die Schlaufe machen zum Aufhängen. Also erstmal knote ich mir das jetzt hier zusammen. So, nicht so fest. Guck mir das Ganze nochmal an. So gefällt mir das ganz gut. Und jetzt finde ich hier die Mitte erstmal raus. Wicke mir das unauffällig zwischen dem Efeu durch. Wir suchen jetzt hier die Mitte raus. Probieren das Ganze danach aus, ob das auch gerade hängt. Wir die Mitte gefunden haben. Natürlich kann es sein, dass sich das Ganze noch ein bisschen variiert, weil wir ja noch die Buchstaben ranbringen. Aber wir knoten das hier schon mal fest. Wenn wir das Ganze festgeknotet haben, können wir jetzt mit der Heißklebepistole unseren Schriftzug draufkleben. Legen uns das jetzt so zurecht, dass wir es auch in der Mitte haben. Und dann wird das Ganze nur noch mit der Heißklebepistole geklebt. Wie ihr gesehen habt, ist es ganz einfach und wirklich schön gemacht. Und ihr könnt, wie gesagt, auch Materialien nehmen, die ihr ohnehin vielleicht im Garten oder auch im Wald findet. Zum Beispiel ein bisschen Moos oder einfach ein paar Blätter drum wickeln. Das sieht bestimmt auch richtig schön aus. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen, euch kreativ angeregt. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln.